Da rocken sie wieder ab, die beiden. Zu dem. Hallihallo, hier ist wieder der Tombi und wir spielen weiter mit Lego Star Wars. Wir waren stehen geblieben in Jabba's Palast zusammen mit dem Twissy. Hallo. Moin moin. So, wir waren hier bei dem C-3PO und müssen den hier irgendwie befreien durch dieses komische Rätsel. Kann man denn damit genau machen oder wo muss das denn genau hin? Was ist denn hier hinten rechts? Kann das doch hinfahren? Da ist irgendwie gar nichts. Was ist mit den Gong-Druiden hier? Der kann man nicht. Hier, brauchen wir uns den C-3PO oder muss es da drunter fahren? Kann man das, kann man diese Absperrung wegkriegen quasi? Das ist der nächste, glaube ich. Nee, mehr geht nicht. Ah, jetzt kannst du den mit der Macht. Okay. Gegen die Wand. Ah. Kommt er dazu raus? Der ist wieder K.O. Vielleicht brauchen wir die gleichzeitig, oder? Ich gehe stark von aus. Ja, nur du kannst da hochspringen, glaube ich. Naja, kann den Doppelsprung nicht. Ah, jetzt. So, dann auch nochmal hier die Tür öffnen, bitte. Sehr schön. Und weiter geht die Fahrt. Mir Luke zurück. Ja, der ist krass mit seinem grünen Lichtschwert. Na, ist cool. Und jetzt wieder Mucke. Oh, ja, yes. Mann. Din. Da rocken sie wieder ab, die beiden. So dämlich, ey. Übel. Da wird einfach totgewürgt. Und weg mit dem. Da, mein Lieblingsfahrzeug. Pam, pam, pam. So, jetzt kommt wieder das krasse Schieberätsel. Oh nee, wo kommen die denn schon wieder her? Aber wie muss man die denn zusammenschieben? Schätze auch mal. Ich glaube, hier hinten, komm mal kurz hierher. Ja, hier muss man wieder so einen Knopf drücken, sonst kommen die unendlich oft. Die nervigen Schweinemänner. Gamorianer. Zu weit. Muss es nicht irgendwie so hier hin? Als Treppe quasi hier hoch zu uns. Junge. Ihm einfach in den Rücken boxen, der arme Chewie. Ja, geh da weg, ich brauch das Ding ja. So, jetzt müsste es doch eigentlich passen. So, was kann ich hier jetzt rausbauen? Ah, ich glaube, du musst hier hoch, da brauchen wir die Macht für. Easy. Bist du nochmal hoch? Ja. Okay. Ah, jetzt kann ich auch rein, okay. Uff. So, jetzt spawnen die oben wenigstens nicht mehr. Hä, warum war ich denn jetzt da durchgefallen? Och nee. Weiß nicht. Hier oben ist nichts mehr eigentlich. Ja, man muss mit. Nee, mit R2 kann man da gar nicht hin. Mit der 2 kommst du nicht hoch. Bin da links jetzt noch. Da braucht man aber irgendeinen von denen. Ab R2 braucht man da, oder? Ja, aber wie kommt man denn da hoch? Drüben ist so ein Musterding. Hier ist ein Muster, ja. Das muss bestimmt da rein. Uff, wieso? Wie soll man die denn jetzt wieder wegschieben können? Ah, okay, das geht. Reiz ab. Wo soll man das denn her wissen, wenn man. Ja, hast du die zur Scheißhelle geschoben? Da so drauf geschossen, ja. Aber jetzt kannst du da die Macht drauf einsetzen, ja. Wow, okay.
Wow. Ach, als ob. Anders wär's bestimmt nicht gegangen. Aber war dieses Muster vorher überhaupt schon sichtbar? Ich habe das vorher nicht gesehen. Ist auch nicht gesehen. So, der baut jetzt hier irgendwo eine Treppe bestimmt. Ja. Machst du da unten? Ich warte hier vor euch. C3PO haben. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht auch noch runter, ey. Ey, das ist dämlich. Und ich hoffe, hier kommt gleich so eine Ladezone, wo du hinterher gebeamt wirst, ey. Ja, perfekt. Easy. Hä? Wow, nice. Hey, hey. Da kommen sie schon wieder, die Schweinemänner. Aus mit der Scheiße. Ist da noch so ein Ding irgendwo? Oh, jetzt dance gleich erstmal wieder. So gute Dinge. Warum dancen die eigentlich zu dem imperialen Musik? Ich weiß auch nicht. Cool, die Leia hat sogar noch den Helm auf. Na, stimmt. Lol, also das Ding kommt mir echt bekannt vor wie aus Battlefront 2005, Mann. Ja, Mann. Hier ist das Ding circa, was runterging. Das ist ein Solo. Na, stimmt. Ich war jetzt zerfetzt gerade. Erstmal das Ding aus. Nee, mich hat's nicht erwischt. Aber dich. Hä, warum hat er das jetzt nicht ausgemacht? So, jetzt Feierabend. Haben wir ja Glück, dass wir Leia haben, denn die kann jetzt hier den Han Solo runterholen. Jetzt ist er blind. Ab zum Rancor. Wie der jetzt einfach alle sind. Ja, stimmt. Uff, als ob der da vorne schon ist. Und als ob ich C3PO bin. Was ist das denn? Ja, du, den kannst du so nicht fertig machen. Nee. So, was wir machen. Was muss man hier irgendwas C3PO bauen. Was machen? Ich mach das mal kurz. Oh. Lol, ich kann solche Schweinetyp hier runterholen, dann geht der Rancor wahrscheinlich auf die oder was? Wir können hier irgendwie so eine Abschussdinger bauen, hier solche Enterhakenteile. Hm? Nicht hier oben. Ach, ist nur dafür da oder was? Das bringt mir noch gar nichts. Da muss er dann drinstehen oder was? Hä, wir haben mir Schaden gemacht irgendwie. Irgendwie ja. Oder der Schweinemann hat ihm Schaden gemacht. Kann sein, ja. Der hat schon wieder Schaden genommen. Aber nicht durch mich, ich mache keinen Schaden. Kannst du mit der Pistole draufschießen? Ich dachte, man muss ihn einfach nur in den Rücken schießen, kann das sein? Oder muss es gerade mal aufhören, mich zu verfolgen? Ah, du bist Chewbacca, okay, ich drehe ihn mal nach hier. Okay, jetzt geht er wieder auf dich. Ne, das macht keinen Schaden. Vielleicht so eine Kiste da abschießen, während der daneben steht. Ne, irgendwie kriegt der jetzt gar keinen Schaden mehr. Wo hast du den Schweinemann hergeholt, da hier? Ja. C3PO, mach schneller! Oder vielleicht muss man beim letzten Leben, muss man ihn vielleicht da oben reinlocken in diesen Schalterdings. Kann es sein, komm, wir gehen einfach mal darüber rein. Müssen wir nochmal die Hebel vorher aktivieren? Ah, okay. Ah, okay. Ah,
hier denn alle her, ey? Darauf hast du doch gewartet, gell? Das war mal ein richtig langes Level, ey. Übel, ja. Prinzessin Leia. Na, haben wir es geschafft? Nee. Nee, Mann. Uff. Wir hätten doch aber irgendwo einen roten Stein gefunden, oder? In dem Level? Ich glaube ja. Na gut, machen wir erstmal Story fortsetzen. Bin ich dran, oder? Ja. Ja. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Kapitel 2. Die große Grube von Karkun. Haben wir nie gehört. Ich auch nicht. Es wird weiter am neuen Todesstern gearbeitet und die Zukunft der Galaxis sieht zunehmend düster aus. Auf Tatooine ist Luke Skywalker in der Gewalt von Jabba the Hutt. Zusammen mit Han Solo, Chewbacca, Prinzessin Leia. Jabba bringt seine Gefangenen über die Dünen Tatooine zur großen Grube von Cancun, wo er sie zu den schrecklichen Sarlacc verfüttern will. Doch selbst mit der Unterstützung von Boba Fett hat Jabba die Kräfte eines Jedi deutlich unterschätzt. Oh, oh, oh. Das ist so dämlich, übel. Jetzt kommt nochmal der Kampf gegen Boba wahrscheinlich. Ah, ich bin Lando. Stimmt. Fahr den Karren. Ah ne, ich muss hier erstmal was aufbauen. Yep. Aber jetzt fahr ich den Karren los hier. Noch welche von denen? Ich glaube nicht. Ah, okay. Da. Na, ich glaube, wir müssen beide den Hebel hier drücken. Ah ja. Ah ja, natürlich. Wie im Film. Ist so. Ah, halt dir, ob du abgeschossen wirst. Ah, wie soll man denn... Wie soll man das denn aufbauen, wenn man da die ganze Zeit beschossen wird? Ich verstehe es auch nicht. Wir können aber hier direkt schon weitergehen. Was haben wir für die Kanonen zu abschießen? So. Han Solo und Chewbacca bleiben hinten, okay. Boah, da ist er, der Boba. Boah, wie schnell die mich tot haben. Knall den ab. Der kann ja überhaupt nichts. Nee, Mann.
Der Rübs ist aber wichtig. Über da, Luke, über da. Schaffe ich den Sprung? Musst du. Schafft man nicht. Also nicht. Boah, ist knapp, ey. Wie das die Klappen aufzumachen? Ah, ich kann ja jede einzeln aufmachen. Ah, okay. Und nur? Ich hab den Eindruck, du musst doch ein paar Klappen öffnen. Machen wir die großen auf? Vielleicht sind die die richtigen? Jetzt kann ich da einmal durchlaufen. Da oben ist noch so ein Schalter, über mir quasi. Ah, da ist auch noch ein Schalter. Ah ja, noch einen brauchen wir. Einen brauchen wir noch, ja. Das letzte Schalter da oben drin. Keine Ahnung. Hier ist keine. Also da oben über mir jetzt gerade quasi ist ja auch einer, aber wie komme ich da hoch? Geht ja nicht. Kein blassen Schimmer. Oh nein. Kommst du hier hoch? Nee. Das schaffen wir noch nicht. Nee, never. Dann mal viel Spaß beim Aufklappen. Hier ist nicht, hier ist nicht. Hier auch nicht. Da sind die nicht mehr. Ach, vielleicht ja. Musst du das hochklappen und dann da drauf springen. Geht das irgendwie an der Stelle hier? Wo musst du denn? Achso, warte mal, hier. Nein. Das könnte doch sein. Jetzt kannst du das Ding da runterschieben, was das auch immer bringen mag. Stimmt, ja. Ah, jetzt kann man... Ey, warum wurde ich denn jetzt getroffen? War ich. Ah, danke sehr. Jetzt kann ich da hoch. Du nicht. Keine Jedi hier oben erlaubt. Und zack. Und Abfahrt. Sehr schön. Gut, liebe Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, hören wir wieder mal auf mit dem Part. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.